Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge und ja, das ist heute die letzte Rosenkäfer-Folge für diese Staffel. Es kommen noch ein paar weitere Hirschkäfer und dann noch andere Specials, sag ich mal. Aber seid mal gespannt, was da kommt. Für diese Staffel sind das heute die letzten Rosenkäfer und das ist auch eine ziemlich coole Art, wie ich finde. Das ist Platynocephalus miyashitai aus Thailand. Lässt sich auf dem ersten Blick vielleicht mit Dichronocephalus verwechseln, aufgrund der Hörner vorne beim Männchen. Aber wenn man sich genau den Körperbau anschaut, dann fällt eigentlich ziemlich schnell auf, dass sich der restliche Körperbau von Dichronocephalus dann doch deutlich unterscheidet. Und die Hörner, ja, gut, die sind vielleicht ein bisschen ähnlich. Okay, es gibt in dieser Gattung drei Arten, meines Wissens nach, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin. Zum einen eben Platynocephalus miyashitai, dann noch Platynocephalus arnoi, auch aus Thailand. Die sind von der Färbung her ziemlich ähnlich, aber bei denen sind die Hörner weniger stark nach oben gebogen, wie ihr das hier seht, bei diesem miyashitai, sondern gehen gerade vom Kopf aus nach vorne und sind eher breiter. Müsst ihr mal im Internet suchen, ob ihr da Bilder findet. Die Hornform unterscheidet sich da ziemlich stark bei diesen beiden Arten. Und dann gibt es wohl noch Platynocephalus hamiltoni. Und da habe ich keine wirklichen Bilder gefunden, sodass ich nicht sagen kann, wie diese Art denn aussieht. Aber ich habe die Vermutung, dass diese Art eigentlich eine Unterart von Platynocephalus miyashitai ist, die sich Platynocephalus miyashitai loikavensis nennt. Kommt in Myanmar vor, auch in Teilen von Thailand, glaube ich. Und die sind vom Körperbau identisch zu den miyashitai, sind allerdings nicht so orange gefärbt auf dem Pronotum, sondern rot. Und die Ränder der Elytren, die hier bei den miyashitai ebenfalls orange sind, die sind bei den loikavensis schwarz. Zudem haben die loikavensis dann auch schwarze Femora und ein schwarzes Scutellum. Also das sind farblich sehr unterschiedlich vom Körperbau, allerdings gleich. Da habe ich dann halt verschiedene Informationen, dass es zum einen Platynocephalus hamiltoni sein könnte, dann eben die Unterart Platynocephalus miyashitai loikavensis oder es ist einfach nur eine Farbvariation von Platynocephalus miyashitai. Scheint aber ziemlich beschränkt vom Fundort zu sein, eben Myanmar. Durch diese farblichen Unterschiede würde ich nicht sagen, dass es dann eine eigene Art, sprich hamiltoni wäre, sondern würde dann auch eher für die Unterart plädieren, loikavensis. Wir haben hier die Nominatform miyashitai miyashitai und die Tiere kamen lebendig nach Deutschland für einen Zuchtversuch, aber der Züchter hat es leider nicht geschafft. Die haben mal wieder wie die meisten asiatischen Rosenkäferarten Probleme im Kokon gemacht, sind dann da abgestorben. Wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Rosenkäferart. Ich mag die asiatischen ja eh mehr. Und ja, hier seht ihr, ne, die Tiere durften leben, solange sie wollten. Deswegen fehlt dem Weibchen hier auch eine Tarse. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich zu dieser Art sagen kann. Farblich sehr ansprechend und auch von der Form her. Wir fangen einfach mal an. Zwar mit dem Weibchen. Und dann hören wir uns später.
Okay. Das ist jetzt das vorläufige Ergebnis. Hat eigentlich super gut geklappt. Und ja, dann lassen wir die Käfer jetzt noch trocknen. Dann mache ich noch kurz die Tarsen gerade beim Weibchen. So. Und ja, dann sehen wir uns beim Abnadeln wieder. Okay, die Käfer hatten jetzt ein bisschen Zeit zum Trocknen. Und das heißt, wir können abnadeln. Aber ich denke, die sind gut geworden. Und ja, dann habe ich eine weitere selten zu bekommene Rosenkäferart in meiner Sammlung. Vor allem, wie gesagt, die asiatischen Arten sind eben meine Favoriten. Ganz trocken scheinen sie noch nicht zu sein, aber das macht nichts. Ja, dann haben wir hier ein schönes Pärchen von Platinocephalus miyashitai. Und ja, die letzte Rosenkäferart für diese Staffel. Demnächst kommen dann noch ein paar andere Käfergruppen dran. Hirschkäfer kommen noch weiterhin. Ja, und dann hoffe ich, ihr seid gespannt. Schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt unten in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao.